schau nach. Sie haben echt einen Ruf, Mann. Jagt sie raus. Da ist noch eine Hexe. Das ist sonderbar. Ich höre euch, Mann. Ich hab hier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Entfesselt meine Kraft. Ich hab jetzt den Dom vor. Wie heftig. Versuche zu denken. Ja, geht ja einigermaßen, aber Roka geht langsam das Mana aus. Wir kommen zu spät. Die Schlangen haben schon alle getötet. Wartet, der hier lebt noch. Herrin Jaina, wir haben euch gefunden. Endlich. Der Admiral wird überglücklich sein. Das ist doch nicht möglich. Wir müssen sofort zurück nach Terramor. Aber was? Vertraut mir einfach, Rexar. Ich erkläre alles, wenn wir dort sind. Ja, Jaina scheint da was zu wissen. Was haben wir denn hier? Oh, das hört sich interessant an. Das ist sonderbar. So, du trinkst mal den Mana-Trank. Ah ja, okay. Ach komm. Ich schau nach. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Ihr seid ein Trickser. Geben wir ihm mal sein Mana ein bisschen zurück. Und jetzt können wir mit Massenteleportation hierher. Dafür ist der Zauber halt doch gut. Insel Terramor. Die Insel Terramor liegt vor der Küste der Dustwallow Marschen. Die kühle Inselbrise wirkt anregend, doch in der salzigen Luft schwebt immer noch eine Spur von Gefahr. Die ursprünglich von Jaina Proudmoore und ihren Menschenstahlkräften eroberte Insel Terramor hält immer noch ganz eigene Gefahren und Geheimnisse bereit. Wir haben es hoffentlich rechtzeitig geschafft. Ihr müsst zurück und Thrall informieren. Das verstehe ich nicht. Was soll das alles? Diese Matrosen. Ich weiß, wer sie sind, Rexar. Es sind... Es ist zu spät. Er ist hier. Jaina, gesegnet sei die Gestirne. Endlich habe ich dich gefunden. Als ich hörte, dass Lordaeron gefallen war, verzweifelte ich. Aber ich wusste, du würdest entkommen können. Ich... Was ist das? Ein Ogre? Vater, wartet! Vater? Die Horde ist nicht mehr unser Feind. Die Orks haben jetzt ein eigenes Königreich. Wir... Du bist stets naiv gewesen, meine Tochter. Du bist nicht alt genug, um dich zu erinnern, was diese Monster unserer Heimat angetan haben. Man kann den Orks und ihresgleichen nicht trauen. Man muss sie ausrotten wie Hundeziffer. Ich werde das nicht zulassen, Vater. Ihr versteht nicht. Ich verstehe mehr, als du ahnst, Liebes. Vielleicht wirst du es mit der Zeit auf. Ergreift sie alle! Dann macht sich die Jaina aus dem Staub. Thrall vor Admiral Proudmoore warnen. Es liegt eine ganze Anzahl kleiner Schiffe im Hafen. Wenn ich eines an mich bringen kann, sollte ich unbemerkt das offene Meer erreichen können. Ja, es wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, hier einen Ultimate reinzuhauen. Oder zwei.
Dann haben wir Janas Items alle jetzt. So, was nehmen wir denn davon mit? Also, ich würde sagen, die hier verbrauchen wir mal. Was macht denn diese Frostwache? 5 Kälteschaden, 5 Rüstung, naja, und Verlangsamung. Was ich gern auch mitnehmen würde, wäre wahrscheinlich sogar das hier, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich dafür zurücklassen sollte. Oh, den habe ich ja ganz vergessen die letzten paar Male. Oh. Entfesselt meine Kraft. Ich wandere allein. Ich handle instinktiv. Es sind 6 Intelligenz auf dem Ding drauf. Clown des Angriffs plus 15 sind mir eigentlich ein bisschen zu gut dafür. Schwere Entscheidung. Eigentlich könnte ich das Ding hier da lassen. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Haben wir einen Auferstehungsstein? Okay. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Die Kultierer sind das. Ach ja. Misha erzählt ja hier als beschworene Einheit, da können die Priester den schön wegreinigen. Hallo? Frostkugel, oh, den kennen wir doch auch noch. Oh, was? Jagt sie raus. Auf den Pferd. Ich höre euch, Mann. Ihr seid ein Drecksack. Entfesselt meine Kraft. So. Aber insgesamt ist es eigentlich nichts, was einen Kauf wert wäre, also bis auf die Frostkugel vielleicht. Aber da haben wir bessere Sachen. Also die Items, versteht mich nicht falsch, die Items da drin sind richtig gut, aber wir haben da schon bessere. Oh, Gold. Außerdem können wir sie uns, glaube ich, eh alle nicht leisten gerade. Ich habe Instinkt. Das müsste passen. Nun bereiten wir nur noch die Hafentore Kopfzerbrechen. Proudmoors Matrosen haben die Hafentore geschlossen. Ich muss sie öffnen, bevor ich entkommen kann. Wenn ich es aufs offene Meer schaffe, sollte ich das Festland problemlos erreichen. Ich wandere allein. Ja, ich glaube, wir haben die Lösung für die Hafentore eigentlich schon gefunden gerade. Nur werden die mal wieder bewacht. Meine Beute naht. Was liegt vor mir? Auf der Pirsch. Was soll ich tun? Was liegt vor Wohin mir? Soll ich gehen?
Ja, das wäre das erste Hafentor. Dann kommen wir jetzt wohl da durch. Okay, alles klar. Die schießen nicht auf uns, solange wir im Transportschiff sind. Bin zur Spurensuche bereit. Da haben wir einen Auferstehungsstein und einen Mana-Brunnen. Sollten die Ultimates auch immer schön raushauen hier. Dafür haben wir sie ja. Einen Heilschutzzauber kann ich hier nicht tolerieren. Oh Gott, der hat noch eine Reincarnation. Ich handle instinktiv. Entfesselt meine Kraft. Das war nur ein Spiegelbild. Oh. Komm, nehm mal mit. Ihr seid meine Beute naht. Unsere Wege kreuzen sich. Das Hafentor da hinten müssen wir als nächstes öffnen. Der muss weg. Entfesselt meine Kraft. Die Dinger machen zwar an sich nicht viel Schaden, aber sie machen eben erhöhten Schaden gegen beschworene Einheiten und gegen Einheiten, die Mana haben. Große Kanonentürme. Jagt sie raus. Ich habe die Album aufgenommen. Ich höre euch, Mann. Entfesselt meine Quarit. Wie hell. Und die hier haben sogar verstärkte Rüstung. Immer schön alles nutzen, was wir haben. Okay. Die Typen hier können einen mal ganz schön aufregen, wenn man einen Haufen beschworene Einheiten hat. So. Dann nehmen wir das Buch gleich mal hierher. Mit Fangzähnen und Klauen. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich kapier schon, Mann. So, wo geht's weiter?